Ja, hallo liebe Zuseher, liebe Kanalbande. Ja, es ist mal wieder soweit, das Jahr neigt sich mit großen Schritten dem Ende. Wir stehen eigentlich schon kurz vor der Ziellinie und da gibt es natürlich wie jedes Jahr den obligatorischen Jahresrückblick hier auf meinem Kanal. Ja, und ohne große Umschweife wollen wir jetzt hier gleich mal reingehen und ja, mein Lachen auf den Lippen verrät es ja auch, für die meisten von euch sind ja auf meinem Kanal die Pilzvideos, die Pilzsammelvideos, das Interessanteste. Und das soll man sagen, es war doch dieses Jahr einfach nur genial. Ja, es war einfach super, es war einfach geil. Sorry, das einfach mal so auszudrücken. Wir hatten doch wirklich ein super Pilzjahr 2019, ja. Auch wenn es bei dem einen oder anderen etwas noch geschwächelt hat, so in den Sommermonaten am Schluss, also im Herbst. Da war doch wirklich für jeden was dabei, ja. Ich habe es auch an den Kommentaren hier auf meinem Kanal gesehen, also selbst Leute, die anfangs so ein bisschen skeptisch waren, ja, oder die noch ein bisschen so am Jammern waren, weil sie nichts gefunden haben, konnten doch auch letzten Endes dann noch ihr Körbchen füllen. Und das ist ja schließlich das Wichtigste, ja, dass eigentlich jeder dieses Jahr auf seine Kosten kam, ja, jeder fündig werden konnte. Und ja, für mich als jemand, der hier auf YouTube dann auch noch Filme drüber macht, war das Ganze natürlich genial, ja, auch von anderen Kanälen, das hat man ja gesehen, ja, was teilweise für Massen an Speisepilzen aus den Wäldern getragen wurden. Da kann man sich einfach nur freuen. Und ja, deshalb wird es jetzt auch dieses Jahr kein großes Pilzranking von mir geben. Ich war einfach bloß glücklich und ja, einer der seltenen Fälle, dass man wirklich sagen muss, dass teilweise mehr Röhrlinge wie alles andere im Wald standen. Also gerade Steinpilze, ja, Birkenpilze. Also wer meine Videos dieses Jahr ein bisschen verfolgt hat, das war ja teilweise eine richtige Schwemme, ja, bei anderen Filmemachern ja auch. Und ja, einfach nur gigantisch, ja, dass mal, ich sag jetzt mal, mehr Röhrlinge im Wald standen als Täublinge zum Beispiel. Ja, die gab es jetzt bei uns dieses Jahr nicht so häufig. Oder die Fichtenreizker zum Beispiel, ganz komisch, ja. Normalerweise auch in Scharen im Herbst vorhanden, waren jetzt bei uns nicht so. Ich weiß, das ist ein bisschen regional natürlich unterschiedlich. Aber dass es so viele Röhrlinge gab, ja, vor allem Steinpilze und auch, man muss aber auch sagen, Pfifferlinge, auch nicht schlecht gewesen dieses Jahr. Ja, das erfreut natürlich das Herz eines jeden Pilzesammlers und ich hoffe, wie gesagt, dass jeder von euch dieses Jahr seinen Gaumenschmaus zumindest einmal frische Pilze wirklich genießen konnte. Ja, Leute, wie das neue Pilzjahr, ja, wie 2020 dann letzten Endes ablaufen wird, das ist natürlich schwer zu sagen. Ja, ich habe leider auch hier keine Kristallkugel. Aber ich hoffe natürlich nur das Beste für uns alle. Ja, ich habe jetzt inzwischen die Erfahrung gemacht, wenn so das Frühjahr schon eigentlich relativ gut startet, ja, wenn es gute Meuchelfunde gibt, die ja letztes Jahr dann auch relativ früh im April dann verzeichnen konnte, ja, dann wird das Pilz ja eigentlich meistens gar nicht so schlecht. Ja, vielleicht habt ihr ein paar andere Erfahrungen, könnt ihr ja auch gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ja, ob es nochmal so gigantisch wird jetzt wie 2019, ist natürlich schwer zu sagen, aber wie gesagt, ich wünsche uns allen nur das Beste, reiche Pilzernte sozusagen und natürlich auch schöne Entdeckungen. Ihr wisst ja, so als Pilzsammler, der sich auch ein bisschen fortbilden will, ist ja nicht immer entscheidend, dass man jetzt seinen Korb megamäßig füllt, ja, sondern dass man vielleicht auch mal Erstfunde macht, ja, Arten entdeckt, die man persönlich noch nie gefunden hat und einfach auch mal ein paar schöne Bilder machen kann, ja, ein paar schöne Aufnahmen präsentieren kann. Das ist natürlich auch das Entscheidende, das Wichtige. Und ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, dass ich dieses Jahr, was schätze ich, vielleicht 7 Mal vielleicht eine Pilzpfanne gegessen habe. Ja. Ich verschenke natürlich auch viel von dem, wo ich finde und ja, mache anderen Leuten auch eine Freude. Und ja, wenn es irgendwann mal so weit ist, dass man sich denkt, oh nein, schon wieder Steinpilze, ja, dann war es natürlich ein sehr gutes Pilzjahr, aber ich sag mal so, dann sollte man die Pilze vielleicht auch mal das ein oder andere Mal einfach stehen lassen, ja, nicht immer alles mitnehmen, auch ein paar schöne Pilze einfach mal zum Aussporn zurücklassen und sich einfach nur erfreuen an der Schönheit und ein paar schöne Videos oder Fotos machen. Ja, Freunde, jetzt kommen wir noch zu einem Thema, was in meinem vorletzten Video eine Rolle gespielt hat, und zwar habe ich ja diesen Spendenaufruf gestartet für den Verein Notausgang hier in Sonthofen, ja, für diese gemeinnützige Einrichtung. Und ja, da ist doch ein bisschen was zusammengekommen, klein aber fein, sage ich jetzt mal. Ich meine, solche gemeinnützigen Vereine, die sind natürlich auf Spenden angewiesen. Und hier möchte ich jetzt mal nur zwei Namen vorlesen, die also wollten,
die mir das in den Verwendungszweck mit reingeschrieben haben. Und zwar ist das zum einen die Steffi P. Also ich kürze den Nachnamen jetzt mal ab. Liebe Steffi, vielen Dank für deine Spende. Und der oder die Schnuck-Schnuck, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, es ist ein Nickname, Kosename, YouTube-Name. Schnuck-Schnuck, auch dir vielen Dank für deine Spende. Und all die anderen, die nicht genannt werden wollten, natürlich auch. Ich danke euch im Namen des Vereins Notausgang recht herzlich. Wer sich vielleicht nachträglich noch beteiligen möchte, alle Informationen, alle Spendeninformationen unten hier unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, jetzt wollte ich nur ganz kurz auf ein paar grundsätzliche Sachen hier auf meinem Kanal eingehen, und zwar in erster Linie auf das Thema Kommentare. Ja, also bitte, liebe Leute, gibt es auch weiter. Ja, ich habe immer wieder unter jedem Pilzvideo unter 2 bis 3 Kommentare: Warum schneidest du die Pilze ab? Warum drehst du die Pilze nicht aus dem Boden? Warum nimmst du kein Messer mit? Also ich habe das Ganze jetzt wirklich schon 150.000 Mal wiederholt, ja, gefühlt auf jeden Fall. Und ich weiß auch, dass es anderen Leuten auch so geht, zum Beispiel dem Bernd, dem Snuchi. Ja, wir haben uns darüber schon einige Male ausgetauscht. Ja, es ist völlig egal, ob man die Pilze abschneidet oder aus dem Boden dreht, vorsichtig aus dem Boden dreht. Ja, wir reden hier nicht von einer Baggerschaufel, ja, mit der man andrückt und den halben Wald umgräbt. Und wer es mir nicht glaubt, bitte guckt nach im Internet, zum Beispiel bei der DGSM, glaube ich, Deutsche Gesellschaft für Mykologie, ja. Einfach mal ein bisschen googeln. Es ist die offizielle Meinung und das offizielle Statement der Pilzsachverständigen, ja, der Pilzberater. Es wurde ja hier auch eine Studie gemacht, in der Schweiz war das, glaube ich, ja, über mehrere Jahre, wo man das wirklich ausprobiert hat. Also es ist wirklich egal, ob man die Pilze vorsichtig aus dem Boden rausdreht oder abschneidet. Und ihr kennt meine Meinung, beim Rausdrehen hat man einfach den Vorteil, man hat den ganzen Pilz in der Hand, ja, man kann die Stielbasis begutachten, einfach den ganzen Fruchtkörper, ja, zur Bestimmung in der Hand halten und angucken. Das ist ja das Wichtige dabei, ja. Und noch ein weiterer Vorteil, vor allem bei Steinpilzen, Röhrlingen, ja, die sehr tief in den Boden reingehen, man hat oft das Doppelte vom Pilz, wirklich, kann es euch nur sagen, ja, der Stiel, der wächst manchmal noch etliche Zentimeter rein in den Boden und man hat dann auch einfach mehr zum Essen, ja, das ist ja eigentlich für jeden gut. Also bitte, Leute, keine Kommentare mehr, also zumindest die, die das jetzt sehen, über das Abschneiden oder Rausdrehen, weil ich bin ganz ehrlich, ich werde es wahrscheinlich in nächster Zeit oder in Zukunft einfach nicht mehr beantworten oder nur noch dazu schreiben, kein Kommentar. Bitte um Verständnis. Ja, im Allgemeinen muss man aber sagen, also, dass die meisten Leute sich hier doch korrekt verhalten, ja, sich rege an Diskussionen im Kommentarbereich beteiligen, ja, hier mir auch teilweise Tipps geben, ja, zum Beispiel Pilze benennen, ja, die ich auch nicht kenne, ja, und im Großen und Ganzen ist das hier eigentlich eine ganz nette Community, ja, da wollte ich mich auch noch bei euch bedanken. Also es hat wirklich Hand und Fuß, ja, es ist konstruktiv und wie gesagt, immer fair, ja, die paar Beleidigungen, die ich da im Jahr bekomme, ja, die liegen im Promillebereich, die Leute werden gelöscht, die Kommentare entfernt, ja, das ist mir wirklich hier, das geht mir sonst wo vorbei. Damit kann man mich auch nicht ärgern und wie gesagt, vielen Dank an alle Leute, die sich konstruktiv beteiligen und die meinen Kanal natürlich abonniert haben, weil ohne euch würde ich das Ganze wahrscheinlich nicht machen, es ist einfach toll zu sehen, wie es immer weiter wächst, ja, und wie den Leuten meine Arbeit auch gefällt und die zu schätzen wissen. Ja, wie soll es weitergehen für nächstes Jahr? Also ich habe mir überlegt, vielleicht nochmal ein Kochvideo zu machen. Ich habe noch einige getrocknete Pilze hier, ja, vielleicht mal mit leckeren Speisemorcheln. Muss mal gucken, das letzte Video von mir, das Kochvideo, kam jetzt nicht so gut an, zuschauermäßig. Das macht mir aber auch nichts aus, ja. Ich meine, ich denke mal, man kann ein, zwei Mal im Jahr mal so ein Kochvideo raushauen. Falls ihr es nicht gesehen habt, euch doch interessiert, ja, mit Judas Ohren hier mal was zu kochen, hier oben. Der Link in der Videobeschreibung. Ja, ansonsten werde ich mal gucken, so, wenn die ersten Kräuterchen vielleicht so im Frühjahr aus dem Boden spitzen, werde ich hier vielleicht auch mal nur ein, zwei Filme machen. Muss ich einfach mal gucken. Ich genieße es ja immer so, wenn die Natur dann erwacht, ja, aufs Neue. Vielleicht kann ich das ja verbinden, so mit den ersten Heilpflanzen, mit den ersten Kräutern, die hier irgendwo aus der Erde sprießen. Ja, und dann freue ich mich natürlich wieder auf eine hoffentlich gute Pilzsaison. Ja, los geht's wie immer mit den Morcheln, mit den Speisenmorcheln. Bei uns dann so Mitte, Ende April. Und dann
Vollgas rein ins Pilzjahr, sage ich jetzt mal ganz optimistisch. Ja, vielleicht wird es ja wieder so toll wie jetzt 2019. Ja, und ansonsten, ich wünsche euch allen viel Glück. Ja, auch meinen Kollegen hier auf YouTube, den anderen Pilztubern, ja, viel Erfolg auch. Ja, es ist schön zu sehen, wie die ganze Community, ja, das ganze Thema Pilze sammeln, Natur generell, wie das alles ein bisschen wächst. Ja, die Leute sich immer besser auskennen, aufgeklärt werden. Und ihr kennt ja mein Motto: Spaß in der Natur, da kann man nie verlieren, ja, wenn man sich in der Natur befindet, die Schönheit der Natur entdeckt, an der frischen Luft ist, ja, die Natur einfach auch innerlich genießt, da kann man nie verlieren, da kann man eigentlich nur gewinnen. Ansonsten wünsche ich allen von euch einen guten Rutsch ins Jahr 2020. Feiert schön. Ich wünsche euch fürs nächste Jahr vor allem Gesundheit, das ist natürlich das Allerwichtigste. Ja, und viel Glück, viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder. Und ihr bleibt meinem Kanal treu. Und ja, genug der Worte. Jetzt kommen noch ein paar Outtakes, ja. Szenen aus Videos, die ich gedreht habe, ja. Wo halt irgendwas schief ging, ja. Wo ich total verwackelt gefilmt habe, ja. Was halt irgendwie albern war. Was halt einfach keinen Platz in die Videos gefunden hatte. Muss dazu sagen, dass ich leider nur einige Szenen, die ich da reindrehen wollte, aus Versehen gelöscht habe. Ja, den ganzen Ordner gelöscht habe. Stinkt mir ein bisschen. Aber es ist ein bisschen was zusammengekommen und ich hoffe, das wird euch das Ende des Videos hier noch versüßen. Also wie gesagt, jetzt noch die Outtakes und bis zum nächsten Jahr. Ciao, tschüss, pfiat's euch, euer Paule. Schau mal, ganz schön beschäftigt mit dem Tannenzapfen. Ja, die Eichhörnchen sehen alle immer hübsch aus, aber am hübschesten finde ich irgendwie die braune Sorte. Ja. Ein kleiner Hopper. Ja, hier an dieser Stelle haben wir jetzt noch zwei graue Wulstlinge entdeckt. Zwar theoretisch essbar, aber für uns nichts. Also kein besonderes Geschmackserlebnis. Leider wieder nichts für unser Pfändel. Ha? Was sagt der Gourmet? Das stimmt, leider nichts für unsere Pfanne. Ja, das ist schade. So, meine lieben Freunde, Pilzfreunde, jetzt haben wir hier mal wieder einen klebrigen Hörnling gefunden, aber wie ich auch schon immer sage, ein klebriges Hörnchen. Ja, und es sagt ja auch schon so, dass es eigentlich Glück bringt. Ja, und wir werden jetzt mal gucken, ob wir vielleicht noch ein bisschen was finden. Ja. So, und weiter geht's. Was hast du gerade entdeckt? Ein Nest? In dem einen Baum. Oha. Ja, kann ich jetzt nicht wirklich erkennen, Schatz. Naja, aber na, kommt. Man sieht, er hat sich gerade erfrischt am Brunnen. So, was haben wir denn jetzt hier noch Schönes? Wirklich ganz tolle, frische Baumpilze, die hier aus diesem Stumpf rauskommen. Und ja, ich kann jetzt nicht genau sagen, was das für welche sind. Farben sind echt. Wirklich hier ganz tolle. Schau, hier sieht man auch, dass die ein braunes Sporenpulver haben, Schatz. Weil hier unten, schau, das Spinnennetz zum Beispiel, ist total braun. Hier auch, gell? Also ganz weiße Röhren oder Poren, ja. Aber ein ganz braunes Sporenpulver kann man hier sehr schön sehen. Schau mal, das sind nur ganz kleine hier drüben. Da kannst du mal sehen, gell, wie schön auch Baumpilze sein können, was die für schöne Formen haben. Ja, ihr seid auch schön am Chillen, gell, bei der Hitze. Schön im Schatten. Was machst du denn da? Ich hab doch gesagt, ich brauche noch einen Duftbaum fürs Auto. Oh, Baumharz, ja, wow, frisches Baumharz, das ist wirklich. Oh, mega, ja, wie das riecht immer. Oh. Das sind halt einfach die Gerüche in der Natur, gell? Eben. Die
wunderschön sind und ja, die man oft gar nicht so schätzt. Ja. Einfach so ein frischer Harzgeruch. Ja, schau, jetzt hast du natürlich einen Duftbaum für deinen Wanderweg dabei. Ja, und mein Sohnemann hat hier schon wie des Öfteren mal wieder den dicksten Pilz im Wald entdeckt, für den man allerdings einen Anhänger zum Abtransport benötigt. Tada! Ja, ja, tada. Das wäre was, ha? Da könnte man sich wahrscheinlich ein ganzes Jahr davon ernähren, eine ganze Familie davon ernähren. Nun gut, liebe Natur- und Pilz-Freunde,